Vorgestellt wird heute die Drehanode Pantex P40 von Siemens. Und zwar in der Originalverpackung. Die Pantex P40 ist eine sogenannte Drehanode mit Kühlhaube. Röhren, also Röntgenröhren, müssen sehr stark gekühlt werden. Und für die Pantex gab es eine sogenannte Kühlhaube. Das heißt, die Röhre wurde mit Druckluft gekühlt. Und um also den Luftstrom gezielt zu lenken, gab es eine Haube, die wurde über die Röhre gelegt. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie die gehäkelte Wärmehaube für Omas Kaffeekanne. Die war angepasst, ja, der Tütata. Die war angepasst an die Form der Röhre, hatte ein kleines optisches Feld für den Strahlengang, zu dem kommen wir gleich. Kurze technische Daten: Diese Röhre wurde betrieben mit maximal 100.000 Volt und konnte kurzzeitig bis 40 Kilowatt Röntgenleistung liefern, bei 0,1 Sekunden, im Dauerbetrieb bei immer noch 30 Watt möglich. Ich betone das Wort Dauerbetrieb, da es sich hier um eine sogenannte Drehanode handelt. Der Fokus spielt jetzt mit. Die Anode war auf einem Teller aufgebaut oder als Teller aufgebaut und dieser Teller ist drehbar, nämlich von außen drehbar mit Hilfe eines Elektromotors. Und das soll verhindern, dass der Brennfleck auf der Anode die Anode so stark erhitzt, dass sie sich schmilzt. Wolfram schmilzt bei 3422 Grad Celsius und beim genauen Hinsehen sieht man, dass diese Anode bereits eine kristalline Struktur hat. Also man sieht den Brennfleck. Das liegt daran, dass die Röhre im Betrieb halt wieder zu heiß wird, dass das Wolfram bei Weißglut betrieben wird. Um zu verhindern, dass der Teller in kurzer Zeit schmilzt, wird dieser halt gedreht. Daher der Name Drehanode. Dafür ist die Anode aufgehängt auf einem Lager. Dieses Lager wird von außen mit einem Elektromotor gedreht, mit Hilfe eines Magneten. Das ist ein ähnliches Prinzip wie ein Elektromotor. Das ist die Anode von unten. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass innerhalb der Röhre sind schwarze Verfärbungen. Das ist rekristallisiertes Blei aus dem Glas. Aufgrund der starken Bestrahlung rekristallisiert, wie gesagt, das Bleiglas. Ja. Dies ist übrigens die Kathode. Fokus spielt jetzt leider nicht mit. Aber jetzt ist nochmal schön die interne
So eine Detailansicht der Kathode. Die Röhre ist direkt geheizt, wie alle Röntgenröhren. Weil eine Bariumkathode, die würde bei der Temperatur praktisch sofort verdampfen. Die Röhre hat eine Heizleistung, muss gerade im Datenblatt nachschauen, man wird alt, hat eine Heizleistung von 9 Volt bei ungefähr 8,5 Ampere Heizstrom. Das hier ist der Anschluss. Normalerweise haben Röntgenröhren, also ältere Röntgenröhren, einen Edison-Sockel, weil das der einzige Sockel war zur damaligen Zeit, der genug Strom liefern konnte für die Röhre. Das sah so aus. Man sieht die Drähte in der Röhre. Das ist schwierig jetzt mit dem Licht. Aber wie gesagt, die Drähte sind schon sehr dick. Das Geklappere ist, wie gesagt, der Drehteller, der auf seinem Lager schwingt. Hier unten ist das Gegengewicht aus Kupfer, damit die Lagerung einigermaßen austariert ist. Und gleichzeitig ist das hier auch die Anode, also der Anodenanschluss. Die Röhre kann ich leider nicht im Betrieb zeigen, weil ich habe weder ein Netzteil, das die 10 Ampere schafft, noch habe ich die entsprechende Hochspannungsquelle. Und ein Funkeninduktor reicht dafür nicht. Laut Datenblatt kann die Röhre maximal mit einem 6-phasigen Gleichrichter benutzt werden. Sechs Phasen heißt, es gibt 6 verschiedene phasenverschobene Quellen. Das sieht ungefähr so aus. Unten ist die Einweggleichrichtung, also die unterste Kurve. Das ist die Einweggleichrichtung. Man sieht Signal. Die andere Halbwelle ist weg, dann kommt die nächste Halbwelle. Das hier ist eine Zweiweggleichrichtung. Das sieht ähnlich aus wie die Zweiweggleichrichtung bei den normalen Röhren. Und das hier ist die Sechsweg. Das ist ein kleiner Trick, um halt hohe Leistung zu erzeugen. Wenn ich keinen Kondensator beschaffen kann oder ansetzen kann aufgrund der hohen Spannung und des hohen Stroms, dass ich halt mehrere Phasen zusammennehme, was natürlich dann für jede Phase einen eigenen Gleichrichter benötigt und auch den Transformator sehr aufwendig macht. Oder die Transformatoren, um besser gesagt, weil natürlich für jede Phase muss ein eigener Transformator vorhanden sein.
Das ist die Röhre von oben. Das hier ist ein Blick in die Kathode, also in die Halterung. Man versucht den Teller in besserer Qualität zu filmen. So, diesmal wieder ein kurzes Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.